Da ist ein Boss, der gerade am Chillen war. Habt ihr es gesehen? Der sitzt im Schneidersitz da. Während die Ruinen runterfallen. Wer war das? Was geht hier ab? Il Dottore! Catherine? Nein! No way! Scaramouche! Oh mein Gott! Das ist wahrhaftig 3.0 für mich! Oh mein Gott, Leute, was geht ab? Genshin Impact hat sowas von abgeliefert mit der Patch-Preview zu Patch 3.1. Und lass mich so viel sagen, Patch 3.1 ist meiner Meinung nach das wahre Patch 3.0. Jetzt geht's erst richtig in die nächste Etappe. Warum sie sich so viel Mühe mit 3.1 gegeben haben, liegt irgendwo auf der Hand. Am 28. September ist auch das zweijährige Jubiläum zu Genshin Impact. Und Leute, wirklich, die Liste ist riesengroß, was alles. Und weil so viel abgegangen ist, möchte ich nochmal anmerken, es werden sehr, sehr viele Videos noch zu den einzelnen Themen folgen. Und in diesem Video will ich alles einfach nur nochmal kurz zusammenfassen, wie gewohnt, weil auch wir eine zweijährige Tradition haben, jeden Patch nochmal so zusammenzufassen. Dankeschön für diese schöne Reise, bleibt dran. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber so hat alles angefangen mit diesem Bild. Das erste Mal, dass wir alle vier Arcans gleichzeitig auf einem Bild sehen, also die ersten vier, warum vier so bedeutsam ist, naja, weil man vier Charaktere gleichzeitig im Team haben kann und ich dachte sofort, warte mal, die kommen jetzt nicht mit Kusanagi um die Ecke, oder? Weil ich dachte, das wird der Wahnsinn. Nein, sie haben noch viel mehr getoppt. Beginnen wir mal mit dem üblichen von Genshin Impact, es geht um Charaktere und genau die Charaktere, die euch jetzt natürlich interessieren dürften, welche tauchen denn jetzt in 3.1 auf? Zum einen Candace, die wir jetzt hier gerade sehen können und auch dort wird ein extra Video kommen, weil ich glaube, Candace wird mitunter einer der stärksten 4-Sterne-Charaktere im ganzen Spiel. Aber davon abgesehen, ein Charakter, auf den wir 2 Jahre lang gewartet haben, und das ist tatsächlich Sino. Ja, Sino hat man schon die ersten Bilder vor 2 Jahren gesehen und jetzt kommt als ein Elektro-Charakter mit einem Speer, als 5-Sterne-Charakter auch in Patch 3.1 natürlich, als spielbarer Charakter dazu. Und mein persönlicher Favorit aus dem ganzen Patch von den Charakteren, definitiv Nilo. Was mich ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen irritiert hat, weil ich dachte, so wie sie wirkt mit allem drum und dran, Safe-Katalysator natürlich, Hydro und Heal, aber nein, sie scheint ein wirklich sehr starker Einhandschwert-DPS zu sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was diese ganzen Charaktere noch so mitbringen. Was sie auf jeden Fall mitbringen, sind natürlich auch ein paar Reruns. Glücklicherweise haben wir jetzt 2x2er-Banner. In der ersten Phase könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Sino oder Ventipullen wollt. In beiden Bannern definitiv ist Candace als einer der 4-Sterne-Charaktere mit dabei. Zu den anderen beiden wissen wir natürlich nichts Genaueres. Und in der zweiten Phase Nilo oder Albedo. Glücklicherweise habe ich sowohl Venti als auch Albedo. Von daher werden unsere Polystreams definitiv sich auf Sino und Nilo fokussieren. Und Leute, fokussieren, der Fokus liegt auf der Story. Wirklich jetzt mal ernsthaft, ich bin aus allen Wolken gefallen. Nicht nur die wundervollen Cutscenes, die wir jetzt hier auch gerade sehen, nein, sondern die Tiefe der Story bringt tatsächlich auch endlich wieder alte Charaktere, beziehungsweise Charaktere, von denen wir hier und da mal schon mal ein bisschen was gehört haben, wieder mit ein und zwar auf eine Art und Weise, wo ich einfach mir nur dachte, ist es deren Ernst? Hier möchte ich nochmal ein Augenmerk aufpacken. Wer ist da? Während hier alles in Schutt und Asche geht, wer sitzt da im Schneidersitz? Sino kämpft gegen Altaïm. Wir wissen nicht warum, wir wissen nicht weshalb. Der darf natürlich nicht fehlen. Schaut euch einfach mal die Qualität jetzt mittlerweile an von den Cutscenes. Endlich. Und im wahrsten Sinne des Wortes, endlich. Il Dottore höchstpersönlich taucht auf in der Sumeru-Story. Wir hatten schon so viele wilde Theorien und alles, aber hiermit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Es wird wieder ernst. Und ehrlich gesagt, ich mag das, wenn die Story ernst wird. In Inazuma wurde es sehr ernst. Das ist der Wahnsinn. Scaramouche taucht wieder auf. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es gibt so viel noch auszupacken. Und wie gesagt, zu allem werde ich nochmal ein einzelnes Video machen. Aber so viel sei gesagt, die Story in 3.1 zieht so richtig ran. Ich habe richtig krass Bock drauf. Womit es aber auch weitergeht und was mich super krass verwirrt hat, schaut euch mal das hier an. Es geht tatsächlich mit dem Windblumen-OD. Also diesmal jetzt nicht Windblumen-OD, sondern ein Fest in Mondstadt. Aber schaut euch mal bitte diesen Charakter an. Neben Jean. Wer zum Henker ist das? Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nur, die Person heißt Mika, liest einen Zettel vor, wo eine Botschaft von Varka hintersteht. Und das Ganze sei wohl ein bisschen verpackt in einer Story, wo es um Wein geht und um Razer. Ja, wir erfahren ein bisschen mehr von Razer und natürlich auch ein bisschen um die ganze Kultur in Mondstadt. Wein ist halt natürlich eins der charakteristischsten Sachen, die wir dort wiederfinden können. Das Ganze ist gekoppelt mit zahlreichen Events, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Zum einen müssen wir ein paar Schweine hauen, ne? Kommen auch nochmal wieder ein bisschen, klar, Babyschweine zum einen, zum anderen gibt es aber auch Kampf-Events, was ich immer sehr, sehr begrüße und das alles spielt in Mondstadt und das heißt, wir können halt natürlich Mondstadt wieder neu erkunden, weil ich finde es schade, dass die Region nur einmal gespielt werden kann. Durch diese Events finde ich es immer sehr gut, dass es nochmal einen Anreiz gibt, mal wieder zurückzugehen, ne? Wie ihr jetzt auch hier sehen könnt, es gibt auch ein paar Kisten, die wir sammeln können, alles wieder in Mondstadt, das mag ich persönlich sehr, aber es geht auch wieder in Sphären rein, da gibt es ein paar Kampf-Events hier und da und on-stream haben einige sich schon wirklich in die Faust
ausgelacht, weil, ja, es gibt ein neues Event wieder, beziehungsweise ein Event, was wiederkommt. Man kann Level errichten und damit seine Freunde quälen. Prinzipiell wird es so ablaufen wie eigentlich auch im letzten Jahr. Ihr macht Level und ich werde versuchen, die zu absolvieren. Und dabei werde ich sehr stark fluchen und verzweifeln, weil ich einfach nicht drauf klarkomme, wie sadistisch ihr seid. Was ich auch sehr schön finde, es gibt auch weitere Events, die uns das erkunden. In Sumeru nochmal so ein bisschen näher legen. Also gibt es auch ein paar Ecken hier und da in Sumeru, die wir schon mal bereits entdeckt haben. Können wir nochmal wieder neu durchlaufen. Und das Ganze ist natürlich gepaart mit Belohnungen. Wie wir jetzt hier sehen können, 2 neue 5-Sterne-Waffen. Mehr wissen wir nicht dazu. Aber das finde ich super interessant hier. 4 verschiedene neue 4-Sterne-Waffen. Was es damit auf sich hat, in einem gesonderten Video. Und jetzt, Leute, kommen wir wirklich vielleicht zu der krassesten neuen Nachricht in der Welt von Genshin Impact. Ich will das jetzt hier gar nicht komplett durchlaufen lassen, weil auch dazu gesondert ein einzelnes Video. Aber ihr seht jetzt, hier ist eine Collaboration zwischen Oyoverse und Ufotable. Diejenigen, die Fate mögen, werden diesen Namen kennen. Ja, es kommt tatsächlich, es wird wahr, ein Genshin Impact Anime. Und das Ganze wurde wirklich so deklariert als Langzeitprojekt, sprich nicht nur so ein kleiner Teaser, dies und das haben wir zu erwarten. Nein, mehrere Episoden, ich hoffe sogar mehrere Staffeln von Genshin Impact, einem Anime. Könnte es besser werden? Ja, und zwar hiermit, seien wir mal ehrlich, mit Primo Gems und mit Puls. Wie auch im letzten Mal zum Jubiläum bekommen wir 10 Puls und 1600 Primo Gems. Aber Leute, dazu nochmal ein gesondertes Video vielleicht, aber ich möchte vorwegnehmen, all das, was ihr davor auch jetzt mitbekommen habt, bekommen wir auch noch dazu. Des Weiteren jetzt hier genau zu meiner Rechten, seht ihr auch so ein kleines Vögelchen. Das neue Pet bekommen wir. Letztes Mal gab es halt ein paar Flügel, jetzt gibt es ein weiteres Pet. Also was Süßes mit dazu. Wie ihr aber auch hier nochmal sehen könnt, nur die ganzen Events auf einen Blick. Es wird Primo Gems geben, Mora, Talente, das Übliche halt da, ne? Natürlich Verstärkungserz. Aber das Fest in Mondstadt, wo es um Wein geht, das ist das Event, was am meisten bringt. Nicht nur eine Krone, sondern auch tatsächlich, wie wir sehen können, eine 4-Sterne-Waffe komplett kostenlos. Des Weiteren möchte ich noch anmerken, 2 Dinge sind in den Raum geworfen worden. Collie wird man wohl in Abyss Ebene 4 kostenlos bekommen, wenn man es denn absolviert hat. Was ich sehr gut finde, weil ich meinte ja, ja, gibt's durch Event for free. Aber was ist danach? Anscheinend ist das die Lösung. Genau danach, ab 3.1 wohl im Abyss. Und dann gibt es eine Information, die ich nicht 100% validieren konnte. Aber ich war auch komplett im Hype. Da heißt es nämlich, dass auch der Shop wieder resettet wird, was die doppelten Belohnungen angeht. Ich weiß, man denkt sich so, aber für Leute, die wirklich Geld in das Spiel investieren, ist es immerhin etwas. Ich weiß, das mit dem Anime war eigentlich schon das heftigste ever für mich, oder dass Scaramouche auftaucht, oder da ist verdammt viele Sachen sind passiert. Aber eine weitere Sache möchte ich nochmal definitiv anmerken. Ein neues Trading Card Game zu Genshin Impact wird wohl released. Es ist jetzt gerade noch so alles in der Machenschaft, aber ja, das Ganze sieht wie folgt aus und wirkt eigentlich ganz gut. Ey, ganz ehrlich, wenn man Bock drauf hat, nice. Und am Ende des Tages kann Hoyoverse so mit die ganzen Charaktere und die ganze Lore und alles, was sie halt drum und dran hat, aufgebaut haben, nochmal doppelt monetarisieren. Ich denke nämlich tatsächlich, dass dieses Trading Card Game auch viel Gacha beinhalten wird. Aber bin auch gespannt, wie weit man dort Free-to-Play irgendwie sowas kommt. Aber dazu auch natürlich Näheres, wenn es mehr Informationen dazu gibt. Ich weiß, es ist wirklich sehr, sehr viel passiert und vor allem Scaramouche und dieses. Vielleicht kennt ihr einige Charaktere gar nicht und wisst auch gar nicht, warum ich so extrem krass hype bin darauf. Und genau deswegen haben sie jetzt mit dieser sehr süßen Einlage die ganze Story von Genshin Impact nochmal so von Mondstadt, Liyue, Inazuma nach Sumeru zusammengefasst. Ich möchte hier nochmal drauf eingehen. In einem gesonderten Video auch da nochmal will ich das eventuell nochmal auseinandernehmen. Aber ich finde es sehr interessant, dass Lumine jetzt hier sozusagen die Geschichte von Aether erzählt, weil von der geradlinigen Lore, also von dem Kanon aus, begleiten wir eigentlich Aether. Wir können uns auch aussuchen natürlich, ob wir Lumine spielen. Aber eigentlich ist es die Story von Aether und Lumine ist die verschollene Schwester. Und ich finde das sehr interessant, dass das Ganze so ein bisschen dargestellt wird, als würde Lumine sehr traurig die Geschichte erzählen vom lieben Aether, aber auch dennoch sehr liebevoll. Abschließend möchte ich nochmal ganz kurz anmerken, weil in dem Video hat der CEO höchstpersönlich dabei gesprochen von Online- und von Offline-Events. Und viele Offline-Events finden eigentlich nur in Asien statt, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Zum Beispiel exklusive Events in Japan. Es gibt dann aber auch exklusive Events halt nur in China und so weiter und so fort. Uns im Westen hier haben jetzt nicht solche KFC, McDonald's, was auch immer für Collaborations erwischt. Aber ich wollte es nur nochmal anmerken. Die haben da nicht einfach nur geschwatzt, sondern es ist tatsächlich so, dass Genshin Impact sehr stark auch offline präsent ist. Allerdings in Asien. So viel, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr, sehr viel. Zu Patch 3.1 und somit auch zeitgleich dem Jubiläum, dem 2. von Genshin Impact. Wie ihr merkt, wir haben alles so ein bisschen angekratzt und es gibt noch sehr, sehr viel mehr, was uns erwarten wird. Meine Liste ist schon sowas von voll, voller Videoideen. Und direkt morgen werdet ihr schon ein Thema, was wir hier gerade angeschnitten haben, ein bisschen ausführlicher als Video bekommen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Dankeschön nochmal, dass ihr alle zahlreich erschienen seid bei der Live-Reaction heute Nachmittag um 14 Uhr auf Twitch. Vielen lieben Dank. Dankeschön für alles. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.